Ist Wandermut, ihr kennt sie, die Mitorganisatoren von Seven Doors Wide Staffel 2. Sie planen krasse Abenteuer weltweit und diese Erfahrungen nutzen die Jungs, um durchdachte und vor allem hochwertige Outdoor-Bekleidung zu erstellen. Wie zum Beispiel die Baumstamm. Boah, es ist so krass. Ich weiß nicht mal, wo wir waren. Ausgesetzt auf einer tropischen Insel kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Sie treten an, um wilden Tieren, giftigen Pflanzen und Naturgewalten zu trotzen. Wer nach 7 Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tageschallenges gesammelt hat, ist der Gewinner. Ja! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt, vollkommene Isolation. Das fühlt sich gerade an, als würde das so nicht mehr lange gehen, muss ich sagen. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Also ich glaube, meine Grenze ist jetzt erreicht. Jede Minute kämpfe ich mit mir. Ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. Das hier ist ein anderes Level. Ich würde jetzt so gerne einfach mal meine Liebsten haben. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint! Wann bricht deine Psyche? Welcome to the jungle! Otto, Junge! Ich habe gekämpft ohne Ende. Seven vs. Wild, Panama. Oh, was für eine legendäre Nacht, die ich nie wieder vergessen werde. Warum? Oh. Wegen dem Wasser, ja. Boah. Einfach. Ganz kurz, die haben ja alle Probleme mit dem Wasser gehabt, dass da alles überflutet wurde. Das war das Letzte. Ah ja, steppert, ey, Freunde. Oh. Wie steppert. Einfach mal fast die ganze Zeit über das Meer beobachtet. Immer wieder haben Wellen hier gegen das Holzteil hier bei meinem Bett hier geprescht. Wusch. Hier ist überall übergegangen, so richtig wumm. Boah. Wum. Hey, wow. Ich habe echt gedacht, jeden Moment muss ich meine Sachen packen und irgendwie darüber schwimmen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie das Gefühl ist, wenn ihr da festsitzt auf diesem Shelter, überall zu. Es kommt immer näher, immer mehr und dann machst du mal, versuchst irgendwann mal die Augen zuzumachen. Und dann hörst du wieder, wusch, puh, die Wellen peitschen schon wieder. Puh. Naja. Merkt den Kaloriendefizit so langsam, ne? Er kriegt nicht mehr die richtigen Worte raus. Eine Nacht war extrem lang, fast nichts geschlafen, echt scheiße. Dementsprechend K.O. bin ich jetzt, spüre ich halt. Das ist ja normal. Keine Energie. Boah, ich werde mal irgendwie in den Tag starten, schön langsam in den Tag starten. Vielleicht mal irgendwann ins Süßwasser rein, solange es noch geht, solange das Meer nicht da ist. Einfach wegen dem Jucken. Boah. Es hältst du nicht aus. Überall sind die Viecher. Also ich kann ja bei anderen auch so viele sind. Und was gibt's natürlich heute wieder? Richtig, eine neue Challenge. Das muntert mich auf. Ganz ehrlich, es gibt irgendwie eine Aufgabe für den Tag. Haben wir die Challenge schon gesehen? Auch wenn ich es vielleicht nicht schaffe, weil ich keine Energie habe oder so. Zumindest kann ich sie theoretisch durchgehen und einfach, ja, einfach jetzt mal lesen. Da freue ich mich drauf. So. Tag Nummer 5. Hätte das jemand geglaubt, dass ich als Fitness-YouTuber am Tag Nummer 5 in deinem Gegenstand immer noch am Start bin? Ich nicht. Ja. Sag ich doch. Tag Nummer 5. Boah. Übermorgen ist Tag Nummer 7. Boah. Jawohl. Geil. Also jetzt kann immer viel passieren, dass ich nicht stolz auf meine Leistung bin, außer
ich gehe drauf, ja. Aber ansonsten, wenn ich irgendwie heil rauskomme, bin ich mega, mega happy. Ah, als einziger Österreicher, würde ich sagen, habe ich doch Österreich hier mal gut vertreten, oder? Oder. Also so gut ich kann. Ah. Naja, so. Was, welche Challenge haben die sich heute wieder überlegt? Jetzt passt's auf. Jetzt passt's auf. Wo ist Kodissa? Ich hab keinen Plan. Was haben wir für Gerät? Verstehe nur die Hälfte. Hä? Hä? Ein Holzblock. Ein Würfel. Okay. Minecraft? Ist ja nicht eine Matheaufgabe oder sowas. Dafür habe ich keine Leistung mehr. Präzise Gewalt. Challenge Tag 5. Alia Jagda Est. Genau. Okay, haben wir schon überlegt. Das hatten wir schon mal. Die Würfel sind gefallen. Und den Würfel zu dich drehen. Seht ihr, wie hart das Holz ist? Das würde ich ja nicht mal mit meiner Machete schaffen, da durchzukommen. Ich muss eine Säge bauen. Boah, wie mache ich das jetzt? So von dem Baum die Zacken nutzen und langsam den ganzen Tag einfach halbieren irgendwie. Oder eine Axt, aber was nehme ich? Ja, ein Glas. Jetzt wäre mal cool, wenn ich eine Kokosnuss, eine frische wenigstens, die es da gibt. Ah, erwischt schon. Haben jetzt einen langen Stecken hier geholt. Mal schauen, ob der reicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, gehen wir mal auf die Suche. Die war da hinten. Das wäre mega. Obwohl ich Kokosnüsse hasse und keiner mehr sehen kann. Nur Scheiße. Aber irgendwas soll ich doch essen. Schauen wir mal. Oh, verdammt. Ah, shit. Ich habe vergessen, wie hoch die wirklich ist. Ah, die ist nicht zu erreichen. Ist jetzt nicht so, dass du eine Woche weg warst, Digga. Was werfen? Den Stock. Schwierig. Probieren wir es. Oh, hopp! Oh, fast. Das ist gefährlich. Hopp! Boah! Der war gar nicht. Der war gar nicht. Boah. Lol! No shit! 2 Zentimeter daneben, jetzt klemmt es da oben. Na! Lol! Was? Lol! Jetzt mal zurück. Nimm einfach die hier mit. Ah, Regenjacke. Digga, halber Knossi. Oh, die ist auch schon durch. Und es die ist auch schon durch. Langsam. Ah, ich muss das Loch noch größer machen. Aber jetzt einen Schluck. Ah, oh, geil. Man sitzt zwar im Regen, alles juckt und sticht und Moskitos, aber so eine Abwechslung ist schon wieder ein Traum. Die kleinen Dinge des Lebens. Gehen die Moskitos nicht auch weg, wenn es regnet? Ja, ne? Ich hab schon gedacht, Knossi. Guten Morgen. Ich hab mal wieder eine spannende Geschichte zu berichten. Bin ja mal gespannt. Viele Leute haben sich ja beschwert über Sam with White, dass es diese Staffel ziemlich langweilig ist, weil die Leute nicht rumlaufen, die Leute nichts machen und so. Ich muss aber auch, ich glaube aber auch, dass die Leute, die Anweisungen bekommen haben, nicht in den Dschungel zu gehen, weil das sonst einfach gefährlich für die meisten werden würde. Vielleicht könnte Fritz da überleben, vielleicht Otto, aber der Rest halt nicht. Und deswegen haben sie wahrscheinlich die Anweisung bekommen, einfach nur am Strand da zu überleben, nicht tief reinzugehen, definitiv, weil die würden wahrscheinlich auch gar nicht mehr rausfinden da. Und wer weiß, was da drin auch auf die wartet. Ja. Also kann ich ein bisschen nachvollziehen so. Ich finde es auch, hätte ein bisschen mehr passieren können so bis jetzt. An sich, ne, ist das auch gar keine schlechte Abendbeschäftigung. Und zwar bin ich gestern ins Bett gegangen, war ja völlig entspannt, weil ich so dachte, ich habe ein sicheres Shelter, ich habe Essen, ich habe Trinken. Konnte die ganze Nacht zwar trotzdem nicht schlafen, weil es trotzdem ultra unbequem war, aber das ist nicht so schlimm. In der Nacht kommt immer die Flut. Ich weiß gar nicht, um welche Uhrzeit. Und diesmal war die Flut so hart, dass es mein komplettes Shelter auseinandergerissen hat.
Sieht jetzt wahrscheinlich gar nicht so schlimm aus. Aber hier drin, die ganzen Stöcker sind hier kaputt. Das Bett ist völlig nach rechts. Es ist alles viel tiefer. Hier der linke, den hat es rausgerissen. Den hat es viel weiter nach links gerissen, sozusagen. Ja. Schäl da ein bisschen nach hinten bauen. Und da drin kann ich nicht mehr liegen, weil das jetzt viel zu tief ist. Und weil ich auch ein bisschen Angst habe, dass mir dieser Stamm sonst auf den Kopf fällt. Der lag übrigens auch auf dem Bett, nur mal so. Lol. Das komplette Bett. Hat jetzt Löcher. Also da ist, ich weiß nicht, ob ihr es seht, das ist ein komplettes Loch. Ja, Shader, nach hinten bauen geht nicht mehr. Dann war es so, dass ich meine Sachen, also sowas wie Kamera-Equipment und so, die Challenges halt lager ich immer da hinten, dort, und das Kamera-Equipment hier. Und die Wassermassen sind heute, warum auch immer, frag ich nicht wieso, man sieht es sogar noch, bis hier oben. Alter. Also bis zu dieser Muschel, also komplett hier lang, bis hier. Ich glaube, man kann am Farbunterschied noch erkennen, wo das Wasser hingekommen ist. Und ich habe dann nur irgendwann gemerkt, verdammt, mein Shelter ist im Arsch, bin dann da hinten rausgekrabbelt, alles in der Nacht. Im Wasser. Ich hatte auch keine Schuhe an, ne? Mit Socken irgendwie versucht, das Kamerazeug und den Packsack zu retten. Hab versucht, alles, was ich hier jetzt noch liegen lassen hatte, auch alles gesichert. Und hab dann, als das safe war, die halbe Nacht hier auf diesem Baumstumpf liegend verbracht. Nicht geschlafen. Ja. Also da war ich dann nervlich schon mal kurz am Ende. Aber das war's ja nicht. Das war ja gar nicht das Problem, warum ich gerade nervlich wirklich am Ende war. Ich wollte euch das jetzt gleich alles erzählen. Bin deswegen extra früh aufgestanden, weil ich gesehen habe, dass da eine riesen fette dunkle Wolke kam, die mittlerweile jetzt hier ist. Man sieht die ganzen Mücken und so. Oh Gott. Aber ich rechne halt jeden Moment mit fettem. Ich hätte mir einfach ein Mückennetz mitgenommen und das die ganze Zeit über meinen Körper gehabt. Einfach die ganze Zeit mit dem Mückennetz rum. Gewitter und bin dann ja nicht geschützt, weil ich in dem Shelter ja nicht richtig liegen kann oder sein kann. Wollte extra früh aufstehen, wollte euch das kurz erzählen, wollte dann mein Shelter wieder richtig machen. Hab also die Speicherkarten gewechselt und die eine Speicherkarte ist mir beim Rausmachen so rausgeflippt. Ja, geil. So flipp. Und ist dann irgendwo, ist weg, ich hab's nur irgendwann so kurz klacken gehört, irgendwo hier. Hier, dieser eine Tom, der war doch auch letztens auf der Insel danach gemacht. So, der hätte doch einfach nach der Speicherkarte suchen können. Diese Steine. Und dann dachte ich so, das kann nicht wahr sein. Ja. Ja. War das schon Material drauf? Dann habe ich sie gesucht, habe sie nicht gefunden, weil es war halt auch noch so halb düster, also es war halt noch Dämmerung. Meine Stirnlampe hat halt auch nichts gebracht. Meine kompletten Hände sind mittlerweile zerstochen, weil ich dann natürlich irgendwie mich gar nicht mehr darauf konzentriert habe, sondern nur noch am Suchen war. Ja. Naja. Auf jeden Fall habe ich dann jetzt, glaube ich, keine Ahnung, eine halbe Stunde diese doofe Speicherkarte gesucht. Hab gedacht, es fängt jeden Moment an zu gewittern. Ich habe halt auch gedacht, wenn es jetzt gleich gewittert, dann wird das vielleicht wird die Speicherkarte erst gleich weggeschwemmt. Deswegen musste ich sie halt unbedingt finden. Und ich dachte halt so, ich finde sie nicht. Fuck. Entschuldigung.
Happy End, ich habe sie gefunden. Ich habe sie tatsächlich gefunden nach einer halben Stunde Suchen. Ich habe jeden Stein umgedreht. Ja. Das heißt, ich kann jetzt wieder anfangen, meinen Plan zu verfolgen. Und das ist mein Shelter zu fixen. Damit, falls es bald regnet, ich ein sicheres Shelter habe. Das Ding ist, was ich jetzt halt überlege, ist, macht es halt Sinn, wenn die Flut so stark war? Die war gestern tagsüber auch schon stärker als sonst, aber nicht ganz so stark. Macht es Sinn, das Shelter an dieser Stelle zu belassen? Oder macht es Sinn, das Shelter dann eher hier oben aufzubauen? Das nächste Problem ist aber, das liegt ja da auf diesem fetten Baumstumpf. Und den kriege ich ja jetzt nicht einfach mal mir nichts dir nichts rübergetragen. Was ist das für Musik? Was mache ich denn? Wenn das heute Nacht wieder so stark ist, dann ist mein Shelter wieder im Arsch. Ich weiß es nicht. Also ich muss jetzt kurz in mich gehen, überlegen, was ich mache. Und dann einfach hoffen, dass kein Gewitter kommt. Und dass das nur falscher Alarm ist. Einzigste Möglichkeit, nach hinten das Shelter bauen. Fertig. Aber ich glaube, ich höre es auch donnern. Okay. Also ich habe das jetzt mal angetestet. Ich habe das jetzt versucht, mal so ein bisschen anzuheben. Kein Stück, also ich kriege das kein Stück bewegt. So, dass es halt noch heile bleibt. Und das wäre jetzt das Schlimmste, wenn es einmal komplett kaputt geht. Ich habe jetzt die vier Stränge komplett mit Steinen zugebaut. In der Hoffnung, dass es irgendwie hält. Vielleicht mache ich später noch mehr da dran. Aber ich merke jetzt halt schon wieder, dass mich das ultra viel Energie gekostet hat. Also ich bin jetzt schon wieder fix und alle, weil das Wetter auch so schwül ist. Dadurch, dass halt wahrscheinlich ein Gewitter auch heranzieht. Ich werde jetzt den ganzen Bums wieder einräumen. Vernünftig. Ja, in der Hoffnung, dass die Flut, niemals halten. Naja, wahrscheinlich nicht mehr so doll sein wird. Das kann ich mir wohl sparen. Niemals. Also wenn mein Shelter im Arsch ist, dann kann ich nach Hause gehen. Oh, sie spielt mit den Gedanken. Sag nicht, dass sie heute eins, dass sie in der Folge abholt wird. Boris. Was macht der da? Das Wasser stand bis hier oben. Das heißt, mein Shelter wäre sowieso komplett weg gewesen. Hier unten wurde komplett alles unterspült. Die Wellen gingen bis dorthin, dank diesem Holz, nicht bis zu meinem Shelter. Das Holz hat es dort selbst hingerollt. Hab nicht ich gemacht, das hätte ich körperlich nicht geschafft. Die Wellen sind problemlos in diesen Kanal rein und dort hinten stand alles voller Wasser. Das war ein einziger Wasserkanal. Es war wirklich schrecklich, weil es dazu noch leicht geregnet hatte und ich musste unbedingt mein Shelter fertig umziehen. Es gab beim Shelterbau unendlich viele Komplikationen und ich musste neu machen und dies und das und jenes. Irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr körperlich, habe dann aufgehört und so sieht es jetzt aus. Wir haben hier einen Schrägdach, nicht schlecht, hier kommt noch Palmwedelzeug und sonst das gleiche Setup wie vorher mit 3 Y-Pfeilern insgesamt. Das Ganze hält, wie man hier sieht, relativ solide. Jetzt nicht perfekt, aber gut. Das war's von mir. Ich glaube, mehr kann ich euch nicht erzählen. Es war gestern wirklich, wirklich schlimm. Also so hoch waren die Wellen noch nie. Es war dann auch der volle Mond. Man hat es in den Videos gesehen. Es juckt überall, ne? Also wirklich, diese Fliegen, die sind so klein, dass man sie noch nicht mehr auf der Kamera sehen kann. Aber es sind so viele. Es sind so viele. Okay. Aufgabe. Alright. Öffnen wir doch mal die Tageschallenge, damit ich weiß, was mich heute erwartet.
Ein Holzblock. Ich hoffe, das hat nichts mit Feuer zu tun. Bitte nicht, kein Feuer. Digga, Joris wird Feuer. Präzise Gewalt. Ich habe auch irgendwo einen Clip gesehen im Club, wo er mit Knossi auf der Bühne stand vorne und dann musste er vorne Feuer machen, Digga. Hat er hinbekommen, alle haben sich gefreut. Aller Iacta ist. Die Würfe sind gefallen. Ja, ist möglich. Ist möglich. Aber ist auch sehr schwierig. Aus mindestens zwei verschiedenen Materialien. Ich glaube, ich nehme einfach einen dicken Stein, wickel Seil drumrum, mache eine Kokosnusshälfte drauf als Handschoner und dann haue ich das Ding um. Ich versuche schon den ganzen Tag ein Feuer anzumachen, beziehungsweise nicht den ganzen Tag, sondern schon seit 2 Stunden. Aber schon seit Tag 1 klappt es ja eigentlich nicht. Deswegen versuche ich es jetzt nochmal. Dieser Zunder liegt seit gestern im Trockenen und war auch jetzt ewig lang in der Sonne gestanden, also seit Ende des Regens besser gesagt. Es ist jetzt komplett trocken und hier einigermaßen windstill. Weiß nicht, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes. Das raucht zwar, aber es ist sofort aufgehört. Noch mehr Funken. Jetzt hat es gebrannt, aber nur für eine Millisekunde und hört sofort wieder auf. Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Und genau das ist es, was mich so beschäftigt die ganze Zeit. Mehr Zunder, ich verstehe nicht, warum es nicht klappt. Wenn es eine Aufgabe kommen sollte, mehr von Funken. Wegen, ja, machen Feuer hier und damit. Ich lasse es einfach sein, da könnt ihr euch drauf verlassen. Ich bin echt überfragt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es glimmt zwar, aber das Feuer geht einfach nicht an. Und das ist schade. Okay, wir werden gleich erfahren, was es damit auf sich hat. Präzise Gewalt. Naja gut, das ist was für mich. Ich dachte, wir sollten irgendwie was Cooles drauf schnitzen oder so. Mit einer selbstgebauten Hiebwaffe diesen Würfel in möglichst 2 große Hälften spalten. Wir basteln uns was, hämmern einmal in der Mitte drauf rum und gucken das Ding aufeinander Platz. Wenn ich das jetzt so sehe, würde ich versuchen, so zu treffen. Und so, die meisten wahrscheinlich so probieren, aber dann spaltet das Ding irgendwie schräg auf. Ja, ja. So, baue ein Otto Werkzeug Schlau. Aus 2 Materialien. Das kann ja fast nur sein, wenn es eine Axt werden soll, ein Stein, weil ich muss das Holz durchbekommen. Oder Stahl haben wir hier nirgendwo, also Stein. Aufgepaschwaltener Stein. Was ist, wenn ich diesen Würfel bis heute Abend oder bis zu Ende der Challenge in Wasser einlege? Weil ich habe Angst, dass er sonst beim Aufsetzen einfach spaltet in mehrere Teile. Und kriege ich nicht durch Feuchtigkeit das einfach hin, dass er eher wie so ein, nicht wie so ein Schwamm aufgeht, so leicht zieht er nicht die Feuchtigkeit, aber dass es mit, dass es dann einfacher ist? Könnte sein. So, ich habe es nur nicht vergessen. So, Materialien für die Klinge. Check. Ich glaube, ich fange erstmal an und schaue nach denen, so, das wenigsten Chancen eingerechnet. Dem am meisten. Die Frage ist ja, wie das festgemacht wird. Ich glaube, dem Stein gebe ich auch nochmal Chance. Dem weniger. Auch nicht. So, wir sind übrig geblieben bei oder sind bei diesen 4 verschiedenen Werkstoffen. Die probiere ich jetzt mal verschieden scharf zu bekommen. Stein an Stein scharf zu machen, gucken, wie ich Metall hier scharf bekomme. Check und ob hier noch was geht. Was ist das letzte überhaupt? So, die Klinge ist soweit fertig. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann. Aber sie ist schon. Aber die Machete ist gut. Ohne Spaß, die Machete ist gut. Lol. Das sieht doch aus wie ein Schlagwerkzeug. So. Das könnte schon fast hinhauen. Nicht schlecht, Herr Specht.
bam, bam, bam. Aus zwei Materialien oder aus mindestens zwei? Weil mein Plan ist es, mir so einen Bambus zu nehmen oder einen dünnen Bambus, den durchzustecken, vorne ein Loch reinzustecken, mit Schnur zu umwickeln, vorne und hinten, dass das hebt und dann leicht zu klöppeln. Jetzt muss ich nochmal die Anleitung lesen, aber jetzt erstmal Frühstück. Hey, Frühstück. Ich will euch mal eins sagen, was ich hier permanent habe, was mir jetzt aufgefallen ist auch wieder. Ja. Ich sag zu euch im letzten Ding, im letzten Video, ich gehe jetzt frühstücken. Lauf dann nach oben, stehe oben im Lager, weiß nicht mehr, was ich wollte, lauf dann nach unten, weil mir oben eine Idee gekommen ist, was ich unten mache. Ja, klar, sie kriegen richtig Bart. Und frag mich unten, warum ich nicht in der Hängematte liege. Ich vergesse, ich laufe 10 Meter und vergesse, was ich wollte. Das ist krass. Das hatte ich noch nie. Sowas hatte ich noch nie. Fast erschlagen worden. Den Stock, mit dem ich gestern die Kokosnüsse, den habe ich am Baum stecken lassen. Der kam knapp an mir vorbei gesegelt jetzt runter. Alter. Während ich hier eine Kokosnuss bearbeite, Knoss, um sie supermarktgerecht anbieten zu können. Alter Vater, ich habe es nicht mehr gewusst. Ist euch so aufgefallen, dass dieser Stock da oben noch ist? Oh, das kann schief gehen. Wenn dich so ein Zacken erwischt da vorne. Oh ja, auf jeden Fall. Oh, das kann in die Hose gehen. Oh, fuck. Alter Knossi. Dann wie letzte Staffel. Niklas, oder wie hieß er? Sein Kopf ist komplett. Ich will euch zeigen. Ich bin einfach, ich will es euch einfach zeigen. Ich weiß, langweilig. Egal, egal. Schau mal. Ich mache irgendwann Kokosnussladen auf. Vorbereitet, brauchst du nur noch anstechen. So könntest du kaufen bei mir. Weiß den Preis noch nicht, aber schön sauber, oder? So, was musst du zu Hause noch machen? Eigentlich nichts mehr. Du kannst direkt anschlagen. Und dann bist du da. Kannst du direkt trinken. Blowing. Wie krass ist das? Wie gut bin ich geworden? Heftig. Ich bin so gut da drin geworden. Das nimmt mir keiner mehr. Ist auch eine Erfahrung fürs Leben, einfach Kokosnüsse jetzt so öffnen zu können. Ich danke dir, Insel, für dieses Mal. Es ist meine vierte Kokosnuss in 5 Tagen. Ich danke dir wirklich von Herzen. Ich danke dir, Baum, dass du mir die gegeben hast. Weil sonst hätte ich gar keine Knossi Power. Wird ein Heiliger. Ich liebe das. It's time for the coconut shock. Lass ja keine wilden Tiere mit seinen Rumgeschrei da an. Boah. Ihr wollt sicher, ich denke das immer, geilen Content haben. Ich, mehr kann ich nicht. Also das ist hier nicht mein Fachgebiet. Ich kann einfach nur mich selbst dokumentieren. Aber wenn man danach geht, ist auch Knossi nicht für den Content da. Alle, die gedacht haben, mit Knossi kommt das Dschungelcamp zu Seven in the Wilds. Ihr merkt ja selbst, dass ihr euch getäuscht habt. Oder auch mit Nova. Garantiert nicht. Da hinten sich selber besser fühlen. Mashallah, Philipp, wie war? Da könnte auch irgendein Hai am Jagen sein oder vielleicht wieder ein Na, Wal. Klar. Und die Vögel schnappen, das ist doch immer so. Die Blutreste, ne? Dieses Meer hier ist eine Gewalt. Die, warte mal, was? Triggerwarnung, die folgende Szene enthält Übelkeit und Erbrechen? Macht er wieder oder was? Alles klar. Ich hab einen Fehler gemacht. Oh. Die Kokosnuss.
Voll vergammelt, Digga. Mashallah. Freut mich für die Jungspaß. Ja, das hätte er auch beim Trinken merken müssen. Ich muss jetzt auch. Jetzt regnet es auch noch. Ich glaube, die ist total vergammelt innen. Sag nicht, dass er deswegen. Oh, sag nicht, dass er deswegen das Ding ruft. Abgeholt wird. Weg den Finger in den Hals. Ruhe! Nee, will ich nicht. Die ist komplett durch. Schnell hoch! Meine Kleider! Steck doch den Finger in den Hals. Ah, es fängt an zu regnen, ne? Ach, was eine Scheiße. Digga, stell dir vor, du merkst in dem Moment, guck es nur so schlecht, Digga, und dann fängt es auch noch an zu regnen. Du musst kotzen und gleichzeitig der ganze Scheiße da wegpacken. Ich habe mir doch gedacht, das stimmt was nicht. Steck dir doch den Finger in den Hals, Digga. So, schnell die Kleider. Ich bin wieder im Lager. Der Stein für die Challenge. Alles am Hacke. Man versteht gar nichts. Unterhose. Alles weg. Er hat es einfach akzeptiert. So ist mein Leben hier. Aber wie kann denn so eine grüne Kokosnuss, muss jetzt duschen, schau, hau rein, Philipp, ne? Wie kann denn so eine grüne Kokosnuss da oben am Baum vergammeln? Wie geht das? Diesmal sieht das Ding lange aus. Ein richtiger Tropenring. Kannst nichts machen. Ich stehe hier immer unter Palmi. Hier ist irgendwie die Feuerpalme. Keinen anderen besseren Platz, aber hier geht's irgendwie. Die Feuerpalme, man sieht. Irgendwie geht's. Ich stehe immer einfach so da und warte die 2-3 Stunden. Was soll ich tun, ne? Wenig bewegen heißt wenig nass werden. Hier machst du was mit, das glaubt dir doch kein Schwein. Wenn das nicht ausgestrahlt werden würde, das wird dir keine Sau glauben, wie ich hier haus. Hab schon Film auf mein linken Ohr geschoben. Willenskraft. Egal. Egal wie schlimm es kommt. Willenskraft. Was für der Challenge, Knossi? Er steht da einfach rum. Und dann denke ich auch, meinst du, die würden überhaupt noch an uns denken? Angenommen, ich sende jetzt Code Red. Glaubst du, da kommt ein Helikopter? Ich sende jeden Tag Code Green. Zweimal am Tag. Mir geht's gut, mir geht's gut. Haben noch nie eine Antwort. Ja, was soll auch für eine Antwort kommen? Ich stelle mir auch vor, wenn du auf der anderen Seite sitzt und die ganze Zeit diese Code Greens und so abwarten musst und du wartest dann auf irgendwen, der verplant, dass eine Uhrzeit oder später oder so, dann musst du dir auch voll die Filme machen, weil du denkst, irgendwas muss ja passiert sein. Und gerade an so einem Platz wird das ja irgendwas sein, was halt nicht so cool ist. Ich könnte auch Code Yellow senden. Code Yellow heißt, holt mich ab. Kein Notfall, aber holt mich ab. Machen wir natürlich nicht. Kommt natürlich nicht, Knossi. Ich habe Angst, dass ich mich erkälte. Hier ist kalt. Ich sag's euch, es ist kalt. Ich stand hier am Baum, habe mich darüber aufgeregt. Das ging mir gerade in den Kopf. Diese ganzen Fritz Meinekes, die meinen, Biwaksack. Mann, du hast keine Ahnung von den Tropen, ehrlich. Wahrscheinlich baust du irgendwo auf der Insel jetzt gerade wie ein Irrer, aber du hast keinen Plan.
Wirklich, du machst auf Plan, aber du hast keinen. Das werde ich dir auch nochmal ins Gesicht sagen, wenn wir uns sehen. Es ist einfach. Haha, Biwaksack. Das haben wir als Scherzartikel reingeschrieben. Du bist einfach planlos. Es ist arschkalt. Nachts. Es war die Nacht arschkalt. Und es ist jetzt beim Regen arschkalt. Also Biwaksack ist schon nice. Ich möchte gern Survivor. Die Lexikas mit dem Löffel gefressen haben anscheinend. Ihr habt keine Ahnung. Ehrlich. Ahnung haben die. Unsere Mütter. Was unsere Mütter sagen. Alter, unsere Mütter würden immer sagen, na klar, nimmst das mit. Besser zu warm als zu kalt. Richtig. Die ganzen Fritzen Meinekes, ehrlich. Ich mach jetzt aus. Und ab zu Fritz. Oh, krass. Jetzt bin ich sehr gespannt. Das ist ein Holzwürfel aus, ich schätze mal, Buche müsste das sein. Also Holz. Das Holz bestimmt. Okay. Was haben Sie sich da denn einfallen lassen? Challenge Tag 5. Präzise Gewalt. Okay, ist eine geile Aufgabe. Aber auch krass. Ich werde mir mal Gedanken machen. Nachher vielleicht ein bisschen rumspazieren und gucken, was ich so finde. Boah, noch habe ich keinen Plan, sage ich euch ganz ehrlich. Ich sag mal so, eine Hiebwaffe. Das heißt, zum Beispiel eine Axt. Du kannst auch was anderes nehmen. Aber wenn du Holz spalten willst, ja, was macht halt sonst Sinn? Du könntest auch einen vielleicht eher einen Stab nehmen, einen Holzstab mit unten einer Steinklinge dran und dann von oben so reindrücken. Ich glaube aber nicht, dass du die Kraft haben wirst. Das ist fucking Buche. Bei einer Axt geht das easy, weil die halt so fein angeschliffen ist. Also ich predikte, gut, kommt drauf an, wie viele Leute noch drin sind, ne? Wenn wir davon ausgehen, dass alle Leute noch drin sein sollten, glaube ich, dass es echt einige Leute gibt, die es gar nicht schaffen, den Würfel zu spalten. Ja, ja, das denke ich auch. Vor allem an den Tag regnet es noch, alles fehlt. Ein Teil wäre auch ein Blut kam den Abend schlimm. Aus zwei Materialien. Die sind mit anderen Sachen beschäftigt. Ich habe eine ganz dumme Idee. Keine Ahnung, ob die funktioniert. Man könnte einen Stein nehmen, aber ich finde ja hier keine spitzen Steine. Und an den Stein einfach ein Stück Schnur drumherum binden. Dann hast du eine Waffe aus zwei Materialien und dann wirfst du diesen Stein einfach da drauf. Das ist halt nicht präzise, aber zumindest passiert irgendwas. Eventuell. Ich glaube aber fast, dass der trotzdem nicht spaltet. Boah, hardcore. Ja, ist echt eine harte Challenge. Die ist nicht ohne. Ich denke mal drüber nach. Ich habe noch keinen Lösungsansatz tatsächlich. Weil das Erste, was man sich suchen müsste, wäre eine Art Klinge. Eine V-förmige Klinge. Und dann guckt man, dass man das irgendwie womit verbindet. Wenigstens auf die Quelle aus dem Fels ist Verlass. Oh, das ist wichtig. Wenn die weg wäre, dann wäre ich richtig im Struggle. Ja, einfach fließend Wasser fast schon zu haben, ist halt Jackpot. Oh, mein Magen krampft. Scheiße. Ja, Hunger. Aber ich habe das Wasser auch die ersten Tage vertragen. Vielleicht auch zu Scheiße. Wenig jetzt einfach im Magen mittlerweile. Ich merke richtig, wie es meinem Magen nicht gut geht. Fuck. Also mein Plan stand jetzt. Ich habe schon graue Haare dafür. Oh, ich glaube, es geht wieder los. Oh, das brennt. Brennt? Das brennt? Oh, gar nicht gut, gar nicht gut. Scheiße. Ah. Nee, schön. Klasse. Oh Mann, Alter, was ist das für eine Hölle hier? Ich habe mir natürlich die Hände gewaschen, nicht, dass er denkt, ich fasse sie meine Trinkflaschen einfach so an. Ja, dann gehen wir mal im strömenden Regen wieder rüber, ne? Wenn gleich alles aufgefüllt ist. In meinen Shelter, der auch nicht komplett dicht ist. Oh mein Gott, ey. Und damit wäre dann wieder alles nass. Also...
Ich frage mich echt, ob ich der Einzige bin, der dauerhaft diese Probleme hat. Oder ob sich die ersten oder ob sich andere Leute einfach an Tag 1 einen geilen Shelter aufgebaut haben und sobald es regnet, setzen sie sich drunter. Nicht einmal ins Wasser, kommt die Probleme uns was. Alle. Jeden Tag durchdrängt es mich. Ja, ich hätte meine Regenjacke mitnehmen sollen. Habe ich vergessen. Weil ich nur schnell rübergehen wollte, auffüllen. Oh, die Poperze brennt, ich sag's euch. Also scharf zu gestern mein geringstes Problem. Wie kurz pissen. Ich muss meinen Magen in den Griff kriegen. Psst. Auf jeden Fall sieht das Wasser jetzt wieder deutlich klarer aus als die letzten Tage. Das gefällt mir schon mal. Es ist doch schön, Mensch. Es ist doch herrlich. Vor ein paar Tagen standen wir da hinten noch nackig und haben uns über den ersten richtigen Tropenregen gefreut. Ein, zwei Tage später habe ich ganz andere Probleme. Naja, so ist das Leben. Zweite Staffel einfach Hardcore Edition. Bei mir gibt es nur Leid zu sehen. Leid und Shelterbau. Es tut mir leid. Also in so Momenten wie gerade bin ich froh, wenn es vorbei ist. So. Was sagt mein Dach? Ach, es geht eigentlich. Guckt's mal euch an. Also klar, in der Mitte regnet es halt durch und tropft. Aber an den Seiten halt nicht, ne? Junge, Junge, Junge. Ein richtiger schöner Tropenregen. Bin gespannt, wie lang es anhält. Bin ich da rübergewandert, wegen dem Blitz. Da drüben bin ich ja die höchste Stelle, dass ich ein bisschen nicht zu nah an den hohen Bäumen bin, aber zumindest nicht das höchste Objekt bin. Und auch weg vom Wasser bin. Ja. Genau, jetzt sitze ich da. Schönster Tag. Sagen, ein bisschen kalt wird es. Es regnet hier schon 2 Stunden oder so. Jetzt kommt der Winter heftig dann noch. Da wird schon ein bisschen kalt. Stehe ich da und mache nichts. Boah. Das ist schon ein heftiges mentales Training. Fokussiert zu bleiben. Beast Mode. Scheiß drauf. Ach so, genau, was wir noch vergessen haben. Formcheck. Genau. Okay. Und? Ja, was sagt's? Wie schaut's aus? Zum Formcheck bin ich doch wieder da. Sixpack und so kommt schon richtig heftig aus. Ja, mein Nebel heftiger. Aber jetzt schnell wieder anziehen. Scheiße. Ja, Digga, dann kann das sein, dass es irgend so ein Ding ist, wo du kein Support schreiben musst. Das ist ja räudig. Das ist jetzt Dollar, also ich sag mal so Duschregen. Und mein Shelter wird komplett nass. Hammerhart, Philipp. Also ich werde nass.
Ich war jetzt so in meine Schnürenbeste. Das ist ja weird, das Blei. Vertieft. Ist ordentlich was zusammengekommen. Dass ich gar nicht gemerkt habe, dass es aufgehört hat zu regnen. Es hat jetzt wahrscheinlich mehrere Stunden geregnet. Ich habe erst gemerkt, als diese ganzen bekloppten Moskitos hier wieder zurückgekommen sind. Drecksviecher. Ich glaube, die wären für mich da das größte Problem. Ach ja. Scheiß Moskitos. So. Challenge Nummer 5 für heute. Das. Aha. Aha. Schnitzen? Nee. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Kann man nicht messen. Präzise Gewalt. Alea Iacta E. Die Würfel sind gefallen. Ich habe doch vor ein paar Tagen so einen Stein gefunden, wo ich noch gesagt habe, daraus könnte man gut eine Steinaxt bauen. Wo ist der jetzt? Jetzt ist die Frage, wo ist er? Wo ist dieser Stein? Ich glaube, er war da hinten. Der war nicht schlecht. Den wirst du niemals wiederfinden. Guck mal. Ich weiß nicht, ob das der Stein war, den ich am Anfang hier, von hier gefunden habe, aber der ist auf jeden Fall sehr spitzkantig. Der hat hier vorne sogar so eine kleine Spitze. Wenn ich das irgendwie an einen Stock befestigt bekomme, wäre das mal ein Versuch wert auf jeden Fall. Oder als wenn sie da einen Stein wiederfindet, wenn da irgendwelche Fluten und sowas sind. Der sieht giftig, der sieht giftig aus. Sehr scharf. Könnte das funktionieren mit der Spitze? Also weiß ich nicht, das ist so das Schlechteste, was du daraus hättest machen können. Ja? Ich glaube, ich würde das mal probieren. Hammerhart, Digga. Ja, Folge 11 sind wir mittlerweile. Und ich versuche auch durchzuziehen. Ich habe auch überlegt, nicht aufzuhören. Weil für mich auch manchmal ein bisschen langweilig. Ne, warum nicht? Ja, eine Stunde finde ich auch zu hart, Alter. Eine Stunde ist zu hart. Oder anderthalb. Ich weiß ja nicht, Ich habe mir jetzt nochmal überlegt, dass das, glaube ich, so nicht funktioniert. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich diese Spitze nehme. Von der Vorstellung her würde das besser funktionieren. Jetzt muss ich das Ding hier nur irgendwie befestigen. So. Not bad. Das sieht doch irgendwie schon besser aus, oder? Not bad. Hier ist der Stein. Wenn sie jetzt so schlau wie Fritz wäre und den einfach quer machen würde, würde das wahrscheinlich auch richtig gut klappen. Ich habe gerade schon mal geguckt, es macht am meisten Sinn, ihn so zu spalten, weil die, die Fasern, ja. Fasern hier so längs gehen. Ebene Fläche. Ja, könnte funktionieren. Na, Abfahrt, los. Eins, zwei. Ist eine Kuhle drin. Okay, und nochmal. Eins, zwei. Ist eine Kuhle drin. Sag nicht, das Holz kaputt. Eins, zwei. Oder vielleicht so. Eins, zwei. Oh, ist aber auch schwer durchzukriegen hier. Der bricht auseinander. Ah, toll, die bricht schon hier. Aber das so und das ist locker. Gut, ich fange nochmal an zu basteln. Auch schon kein schlechter Versuch. Ja, oder Philipp, du weißt im Notfall einfach 6-9. Beste Leben. Ja. Vielleicht sollte ich jetzt vorsichtig sein mit basteln. Ja, vielleicht sollte ich jetzt vorsichtig sein mit Barfußlaufen. War vielleicht nicht so schlau, das hier an meinem Platz zu machen. Die ist leider nicht so richtig scharfkantig. Oh, die ist scharfkantig hier. Ich glaube, ich versuche das nochmal. Okay, nochmal doller.
Aha. Nee. Das ist zwar kantig, aber nicht so, wie ich das haben möchte. Wenn du richtigen schnellen bauen willst, dann ist fast der Plitscherbeet schon der richtige, ne? Auch cool, Digga, ne? Normal. Oder weißt du, wie 2K ist? Du wirst nicht für Defense belohnt, sondern für Rimrun. Mein Schlagwerkzeug ist fertig. Ich habe mich für einen Schieferstein entschieden, den ein bisschen angeschliffen an der einen Kante. Und dazu, damit es regelkonform ist, eine gewisse Halterung. Die macht es tatsächlich komfortabler. Also hat die sogar einen Sinn. Ist nicht nur Deko. Ja. Mhm. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das alles funktioniert. Ich versuche es jetzt gleich. Wichtig ist... Deswegen haben sie wahrscheinlich auch mit Absicht mit zwei... ist die Maser... Hallo. Was ist das denn? Deswegen haben sie wahrscheinlich auch mit zwei Gegenständen gesagt, damit die nicht nur einfach irgendeinen random Stein... Maserung vom Holz zu beachten. Wir wollen genau die Mitte treffen, wo die Maserung sich sauber trennen könnte. Das ist der Plan. Ich pack's mal aus und dann mache ich einfach... Ihr werdet sehen, wie es läuft. Okay, auch schräg. Nächster Versuch, drei Teile, dickerer Stein als Unterlage, selbes Holz. Okay, wir versuchen es. Schwierig. Warte mal, wenn es mehr als zwei Teile sind, ist der Versuch gescheitert, ne? Ist der Würfel einmal gespalten, beendet das die Challenge. Okay, chillig, Feierabend. Wait a minute. Das sind die Wachstumsringe. Hätte ich so rumschlagen müssen, dass es geklappt hätte. Wenn der jetzt kaputt geht, ne? Och nö, oder? Ja, hätte er. Es ist so abgebrochen. Lol. Und ich hatte so geschlagen. Gut. Schau, ich dachte echt, die brechen entlang der Wachstumsringe, ne? Ich dachte, das sind nur die Frässpuren. Ja, wieder was gelernt, ne? Jo, gut. Fajovic. Gewinnt. Ja, mach so, dass du defensive Anker mindestens auf Gold hast. Tue ich damit nicht, aber es ist mir egal. Versuch war es wert, regelkonform ist es, zwei Teile sind es auch. Wenn jemand noch mehr reingeschissen hat, dann könnte es vielleicht sogar klappen. Naja, man kann nicht immer gewinnen. So, da ist unser Holz. Otto, der pfeifelt. So, zack. Es gibt eh nur zwei Arten davon, das durchzuschlagen. Oder nee, eigentlich nur eine. Auch schräg, alles klar. Er steckt. Hm. Okay. Doch härter wie gedacht. Aber. Super. Dann schon. Junge, wie schwer ist denn euer Holzding hier? Gut, wird's wohl doch grobe Gewalt hier. Ja, wir hauen einmal volles Fund drauf. Da ist er fast durch. Oder nicht. Wollt ihr mich verarschen? Otto fühlt sich verarscht. Bruder. Oder er haut sich die Klinge gleich im Kopf. Hör mal auf, Alter. Jetzt mit hoher Gewalt. Komm, spring einfach auf und ready, Kollege. Oh.
Oh, Otto hat noch mehr reingeschissen. Ja gut, damit ist die Challenge vorbei. Das kann doch nicht wahr sein. Jo, Otto, nee, das nicht. Ist ziemlich mittig getroffen. Ich werde nicht mal mehr drin hängen. Naja, so ist es halt. Willst du machen? Joris hat mehr reingeschissen. Immer noch. Was willst du machen? Oh Mann, ey, das ist echt eine Challenge, wo ich jetzt richtig verkackt habe. Ja. Das ärgert mich schon ein bisschen. Oh, komm, da will Pins ich mich auch nicht ausreden. Ich habe echt 2 Zentimeter zu weit links getroffen, weil ich echt schon geholt habe, weil ich das Ding einfach durchhacken wollte. Dachte, ich treffe in die Mitte, aber vielleicht lassen hier so langsam die Kräfte nach. Egal, Otto, man muss auch mal eine Challenge scheiße machen können. Das darf man ja ruhig mal so sagen. Das war nämlich ein Satz mit X. Ein ganz großer Satz mit X. Ich werde jetzt die kleine Mangroventour machen und schauen, ob ich vielleicht das vermeintliche Krokodil oder die Krokodile Send mir keine Nacktbilder. Das letzte Mal zu Gesicht bekomme und wie es weiter oben aussieht. Jetzt komplett mit Klamotten dabei, Machete dabei. Also, das soll schon schief gehen. Ich muss nur gucken, dass mich die Flut nicht überrascht. Und dass kein Krokodil entgegenkommt. Wenn die Flut ist, dann steht das ja bis hier links oben und rechts oben. Da komme ich dann nicht mehr so leicht durch. Auf jeden Fall sind die ganzen Haiköpfe weg, die hier lagen. Echt? Die lagen ja ohne Ende Haiköpfe. Da ist, glaube ich, noch so ein Überrest davon. Ich glaube, da haben sich die Tiere weggeholt. Die sind alle weg. Aber das ist irgendwie 50 oder... Spricht ja auch dafür, dass 50 Meter von ihnen entfernt. Haiköpfe gefressen hat. We will see. Guter Cut zu Fritz. Also es ist an sich natürlich nicht sonderlich kalt, aber durch... Durch den Regen weiß man jetzt, dass es natürlich ein bisschen früher ist als bei den anderen. Nässe und Wind und so weiter, besteht dann doch die Gefahr, dass man auskühlt, wenn man hier nur im klitschnassen Händchen rumliegt. Einfach mal was Schönes machen. Die ist einfach unter mir auch schon komplett alles zu einem Fluss geworden ist. Ach ja, aber immer noch besser als gestern. Die Brandung. Ja, sieht doch gut aus. Hier, klingt doof, aber hier fühle ich mich wohler. Hier habe ich so einen schönen... Aber das ist trotzdem, der kann trotzdem Ball handeln und so, ne? Ist ein wilder Bild, Bro. Ist ein wilder Bild. Bloß wahrscheinlich gibt es oder gibt es einige Bilds, die bessere Defense als du haben. Die sind dann aber auch reine Zonenmonster oder so. Auf einem Platz. Weil du bist 2K-Gott, hast mehr Ahnung. Na klar, na klar. Halt 6'10, ne? Ja, du, na gut, ne? Bin ich ja mal gespannt. Aber wie gesagt, ne, ist bei meinem Shooting Big genau das gleiche, Digga. Ne? 93 Blocken ist vernünftig, aber ich habe halt nicht überall 99 Rebounds. Und wenn du gegen ein richtiges Zonenmonster mal spielst, was wirklich nicht oft sein wird, aber wenn dann mal, dann wirst du gegen den weniger Rebounds bekommen. Aber an sich reicht das. So was bringt mir viel mehr Rebound als in meinem Jokic spät. Ist alles grün, da kann ich ein bisschen aufs Meer gucken, hab wie so eine kleine Terrasse. Ja. Kommt gleich der Luftzug rein. Aber du kannst keine Midrange shooten, ne, mit 67. Das wird richtig schwer. Aber gut, man muss halt ab. Oh, ne? Manches kann man besser, manches schlechter. Fühl mich viel, viel wohler hier. Naja, also 93 Drive Dunk ist okay. War also eine gute Mid-Range Entscheidung. Ey. Gibt's für dich nur noch 3er oder Dunks, ne? Warum hört das bei nicht auf? Also ich bin eh klitschnass, also brauche ich auch nicht hier drunter bleiben. Ich war gerade ein paar Blätter sammeln, sind doch recht groß wie meine Handfläche und fange jetzt an, die hier so ein bisschen drunter zu flechten. Ja, ich versuche einfach das Dach ein bisschen dichter zu kriegen. Weil, ich sag mal so, wir sind noch 3 Tage hier oder was das sind, 2,5. Das wird nicht der letzte Schauer gewesen sein. Ja, da auch. Wir nicht. Sagen Dank. Ja, ja, genau. Entweder Dank oder Dank. Staffel 7 vs. White. Was wären wir ohne unsere Freunde?
Die ganzen Momente aus dem Intro, die waren schon, ne? Neue Blätter fürs Dach. Ob jemand eigentlich bereut, dass er kein Tarn mitgenommen hat? Die Frage ist ja auch, wie viele Leute sind überhaupt noch draußen und gönnen sich das gerade? Vielleicht hat auch jemand eine Höhle gefunden. Otto, ne? So halb. Ich sammle mal noch ein bisschen. Wir haben viel zu decken auf dem Dach. Also erstmal den komplett schnellen Typen machen, ne? Ja, wäre auch gar nicht schlecht. Ich will den auch mal ausprobieren, ne? Ich habe halt keinen Bock auf den 6ix9ine-Bild. Ich muss meine neu gewonnene Freiheit da auch ein bisschen genießen und ausleben. Gestern getrappt, heute nicht mehr. Also erstmal ein bisschen umgucken in meiner neuen Hood. Der Hoodwatcher. Links und rechts überall Regenwald. Und hier sieht's für mich aus wie ein alter Zufahrtsweg. Guckt euch das an. Wurde wahrscheinlich viele Jahre nicht genutzt. Aber von damals, um da unten ranzukommen. Also nehme ich den noch gleich. Ist auch so krass, wie hier einfach direkt so ein Rinnsal entsteht. Ja, da war wahrscheinlich die Reifenspur. Bin Zeit aus Glasputzer Kuh, ja, auf jeden Fall. Das ist ein total krasses Gefühl, sich gerade mal einfach auf einem normalen Weg zu bewegen. Die letzten Tage war ich einfach nur entweder durch dichtes Unterholz unterwegs oder auf diesen Felsstein, wo ich aber auch nur so einen ganz kleinen Bewegungsradius hatte. Jetzt hier einfach so ein bisschen lang zu spazieren ist so geil irgendwie. Weil so viel Scheiße ist, fühlt sich gut an. Lernt man die ganze Kleinigkeit zu schätzen. Wenn es auf dem normalen Weg laufen ist. Golden State zum Beispiel. Oder ich Clippers nicht, oder so. Wenn ich hier Kokosnüsse oder sowas finden werde. Weil die sind ja meist eher am Meer. Krass, hier hat es irgendwas komplett entwurzelt. Das aussieht. So, ich habe schon längst wieder umgedreht und spaziere entspannt zurück. Ich wollte ja nur mal so ein bisschen gucken, aber da kam jetzt auch nichts. Und ja, ich muss sagen, dass dieser kleine Spaziergang hier und dieser neue Lagerplatz einen ganz krassen mentalen Push gibt. So gestern, wie gesagt, hing ich da richtig fest irgendwie bei Flut, konnte mich kaum bewegen, nichts machen, habe mich da auch nicht so wohl gefühlt, auch von Anfang an irgendwie nicht so richtig. Und ja, jetzt finde ich es irgendwie hier viel geiler. Ich kann mal so ein Stück durch den Dschungel hier spazieren, irgendwas bisschen da was im Hintergrund angucken, mir die Beine vertreten. Irgendwas ist da gerade im Hintergrund runtergefallen. Viele Assists wegen Curry ist cool. Ja, das auf jeden Fall, ne? Und die sind auch alle so gut in Jordan Poole auch, dass sie die Ellie schmeißen können. Bin ich in so einer kleinen Zelle gefangen. Wisst ihr, wie ich das meine? Ich glaube, der Spaziergang tut mir auch so gut, weil ich mal ganz neue Eindrücke kriege wieder. Ich habe immer nur Felsen, Steilwand und Müll gesehen. Und hier sehe ich mal wieder richtig geile Natur. Mit richtigen Dschungel. Pflanzen, Gräsern, alles Mögliche. Recht abwechslungsreich. Und da bin ich schon wieder zurück an meinem wunderschönen Dschungelshelter. Mensch. Stell dir mal vor, du bist ganz kurz irgendwo was gucken, kommst wieder und da sind irgendwelche Leute einfach in deinem Shelter. Gehst du dann dahin und fragst, was da abgeht oder machst du gleich einen Abgang? Eine Sache, die glaube ich noch gar nicht so thematisiert worden ist, aber in Staffel 1 bei mir einen großen Content-Anteil hatte, ist das Thema Nahrung. Ich sag nur Falafel, dünner Teller mit Pommes und Schafskäse oben drauf und so weiter. Ja, ich habe Hunger und ja, ich stelle mir auch ab und an geile Sachen vor, die ich gerade gern essen würde. Diesmal sind es allerdings Pommes, definitiv. Pommes und Burger auf jeden Fall. Ein schöner Halloumi-Burger mit Pommes. Aber ja, was soll ich sagen? Ich habe Hunger, aber irgendwie steigere ich mich da nicht so rein. Wisst ihr, wie ich meine? Ich akzeptiere es einfach, gut ist. In Schweden damals habe ich da schon viele Stunden mit verbracht und mein Kopf war so, Hunger, Hunger, Hunger. Aber diesmal ist einfach so, ach komm, scheiß drauf. Und hier esse ich sogar noch weniger als in Staffel 1. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, natürlich in Richtung Fischfang, Krebsfang, Reusenbau, diesen ganzen Kram reinzugehen. Aber Grundelement dafür ist natürlich Feuer. Und Feuer haben wir oft genug thematisiert. Das ist für keine Option. Das finde ich auch immer so witzig. Man bereitet sich halt
in der Theorie vor, überlegt sich dies, das, guckt sich Videos an, macht Listen, hat Überlegungen. Ihr wart im Stream mit dabei. Und dann sieht die Realität ganz anders aus. Und die Realität bei mir sieht tatsächlich so aus, dass ich es überhaupt gerade so immer wieder schaffe oder auch nicht schaffe, meine Grundbedürfnisse zu stillen. Wasser, Trockenheit, Viehzeug. Das ist das, was mich den ganzen Tag beschäftigt. Sascha, Junge. So, da jetzt erstmal einiges an Material geholt. Mal schauen, was sich da am besten eignet. Was Schweres, Klobiges, dafür ja auch mit scharfer Kante. Hier beim besten Bild alle nur 6-9, schade. Bruder, ist du G23. Ganz sehr, sehr nice. Ja, Glasgabe, ich kann vergessen. Was willst du da machen? Kannst du reinhauen, da musst du 1000 Mal, ja, eher nicht, dann wird es zerklieren. Der ist, okay, Glas, der ist, da ist nichts. Ich dachte, der wäre cool so als Beil, sozusagen so. Aber der ist viel zu dick. Ja. Scheidet auch aus. Der. Der vielleicht. Scheidet auch aus. Ach komm. Dann habe ich einen Stein fallen lassen. Ja gut, wenn du sowas hast. Ne, und dann. Das ist eigentlich so der Clou an der Sache. Wenn du einen Stein fallen lässt, dann hat er anfangs noch komplett scharfe Kanten. Mhm. Und ja, das habe ich auch mit denen gemacht. Das glaube ich so ist. Der beste Weg nehme ich jetzt mal an, um da eine scharfe Kante arbeiten zu können. Da Sabrina auch drauf gekommen. Dann würde ich sagen, holen wir uns mal so einen Stock. Aber das sieht ganz schön angerostet aus, schneidet die aber noch gut. Ich habe mal wieder keine Ahnung, ob das überhaupt ansatzweise funktionieren kann, so wie bei allen Dingen. Hier in Survival, im Survival Game, alles noch nie gemacht. Oder das meiste und deswegen, ja. Jetzt würde ich sagen, suchen wir uns noch eine Schnur. Dann binden wir das mal fest und dann schauen wir, ob das irgendwie möglich ist. Ob das hält? Ha, wahrscheinlich nicht. Ach ja. Aber es sieht witzig aus. Darum ist nicht mal ich frage mich, wann man Quickdrop 2 schaltet. Irgendwas war da mit Vertical, Digga. Also wenn du 60 Vertical hast, dann... Und... Ja, dann halt. Umzudrehen. Ja. Ja, und sofern ich mich erinnern kann, ist glaube ich wichtig, dass man mit den Fasern schneidet. Also in dem Fall so rein. Das sind nicht die Fasern, mein Freund. Wenn du die Animation schon gekauft hast, dann müsste die eigentlich auch da angezeigt werden. Zwar kannst du die noch nicht benutzen oder reinmachen bei dem Typen, aber die müsste da auf jeden Fall auch schon drauf. Dann geht's leichter. Genau. Ja, dann probieren wir es mal. Also ich kann am besten will nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Aber gut. Ich glaube, ich muss den da vorne halten. Nicht scharf genug. Naja. Das ist nicht scharf genug. Ob sich den gleich auf den Finger. Nicht. Aber naja. Ich habe zumindest so eigentlich eine gute Vorrichtung. Mehr Gewicht, muss man sagen. Mit dem Stecken immerhin. Besser als gar keine Funktion. Aber den da. Das wird nichts. Anfang ist passiert. Mach mal 85. So, ich habe eine Zeit lang auf Steinsuche und habe ein Stein durch die Gegend geworfen. Ja, und der hat jetzt echt einen interessanten Schnitt, nämlich da vorne. Sehr brachial, sehr scharf da. Also wirklich extrem scharf. Wenn man das so schräg rein, so rein, wumm. Ja, ob es aber spaltet, wahrscheinlich nicht. Ja, Knossi, beide so am Erklären. Natürlich auch hier die Schnur, um das Ganze besser zu halten zu können. Und damit die Schärfe weggeht, also vom Stein. Und natürlich, damit die zwei Gegenstände erfüllt sind. Weil ich denke, einfach mit purer Gewalt, ja, komme ich hoffentlich weiter. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Boah.
Boah, sieht doch gar nicht schlecht aus. Warte. Seit das Gerät auch fehlgeschlagen. Lass mal den dritten probieren. Welches sind das dritte? Los, Junge! Ja, bricht ein bisschen ab. Ja, es muss einmal durchgehen. Ja? Er versucht aber es verändert was. Auch schlau. Ja. Wir bauen die Waffe. Hier einen Stock rein. Waffenversuch Nummer 1. Stock rein, zubinden und trümmern. Dann ist das Ding aus 2-3 Materialien. Man muss ja nicht aussehen wie eine Axt. Es steht ja zum Beispiel Axt. Es kann ja auch wie ein Speer sein. Ja, ja. Oder? Hauptsache, das Ding wird am Ende gespalten. Halt dich auf dem Laufenden. Das hebt schon so. Ich habe es so reingedrückt. Die Muschel ist leicht flexibel. Bricht doch auseinander. Ist halt die Frage, ob ich das Holz damit trennen kann. So rumhauen wahrscheinlich, ja. Entschuldigung, so rumhauen. Lass mal probieren. Ich würde das trotzdem noch mit Müllschnur fixieren, aber. Ja, ja. Ja. Und dann klopfen wir uns einen ab. 3 Stunden lang. Bis das Ding geteilt ist. Das ist es. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Vielleicht ist auch kompletter Schrott. Junge. Oh, das scheint fest zu sein. Boah, das Ding ist fest. Sieht doch vernünftig aus. Mach bei den nur Defense und mach den Sex. Ist, glaube ich, gut. Ja, Hauptsache 99 Tempo mit Ball. Alter, ich habe wirklich 95. Eine Waffe gebaut, eine Axt. Naja. Ey, ich sag euch ehrlich, mich macht es sehr stolz. Ja, und dann klopfe ich einfach auf diesen Holzpflock ein, bis ich umfalle. Eine tolle Challenge. Wow. Rein theoretisch kann man sich nicht auch so eine Porchen auf dem Boden bauen, so lange raufschnitzen, dass er so anfängt, so eine Kerbe drin zu haben, dann die Kerbe da so rauflegen, fixieren und dann von oben einfach mit einem schweren Stein raufschlagen. Gut. Übel Pfeife. So sind doch die Waffen von damals. Krass. Jetzt schon. Ich bin doch mit dem gleichen Slip rumgelaufen wie du. Mach Screenshot! Duck! Alter, das ist ein Beil. Schon da. Digga, der Bauch. Wunderbar. Und genauso den Schnitt gesetzt, dass da zu ist. Bambus ist ja immer zu, haben wir gestern in der Challenge gelernt, ne? What the fuck, Alter? Ey, das gibt's nicht, dass ich echt eine Axt gebaut hab. Ah! Ah! Ich hab echt eine Axt gebaut, Alter. Das hätte ich in meinem Leben nicht gedacht. Das ist wirklich so, könnte es im Museum sein, ne? Das wird eine anstrengende Challenge, denke ich mal. Weil das wird, ist nicht möglich. Mit einem Hieb. Bullshit, was die da reinschreien. Die wollen uns am Arsch sehen. An Tag 5. Komplett verausgabt. Das ist scheiße. Naja. Ja. Ich möchte euch sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich weiß. Kriegt den Bild nicht so hin, sollte, dass er mir gefällt. Das Problem habe ich sehr, sehr oft mit diesem MyPlayer. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, mit diesen Zahnschmerzen. Die werden jeden Tag schlimmer. Jeden Tag schlimmer. Ich habe hier Brücken, überall. Oben links, oben rechts habe ich Brücken. Und unter dieser Brücke, die habe ich letztes Jahr gekriegt. Ich werde das dem Zahnarzt niemals verzeihen können, dass ich ab Tag 4 bei Seven in the Wilds Schmerzen unter seiner Brücke habe. Ich werde das nicht verzeihen. Und ich überlege jetzt schon die WhatsApp-Nachricht, wenn ich mein Handy in der Hand habe wieder. Jetzt schon. Es ist schlimm, aber das kann ich nie verzeihen.
Das mürbt an dir, Digga. Du bist sowieso schon down mit allem möglichen, Digga, weil alles nur scheiße da ist und dann hast du noch Zahnschmerzen. Das ist zum Kotzen. Nee, nicht geil. Deswegen habe ich auch so bei Auto nachgefühlt, Digga, weil der hatte ja Rückenschmerzen, bevor er da hingefahren ist. Das ist bestimmt auch überhaupt nicht geil. Was machst du denn? Überleg dir schon mal, wie du das gut machen willst. Wirklich. Überleg dir das wirklich, wie du das gut machen willst. Ich muss hier noch 3 Nächte mit Zahnschmerzen. Ich war letztens da. Unter der Brücke guckt keiner. Ich vermisse meine Frau, mein Bubi. Nicht mehr lange. Oh, weißt du, was ich auch vermisse? Was ich richtig vermisse. Oh, ich vermisse so sehr. Stahlbeton. Stahlbeton? Teer. Geteerte Straße mit Bordstein. Und Glasfassaden. Ja. Ja. Aber das gibt's hier alles nicht. Einfach mal normal laufen, gerade. Betonwände gucken. Das wäre schön. Aber ich bin müde. Knossi ist allmählich. Aber ich muss die Challenge noch machen. Sorry, wenn ihr euch manchmal so vollschwafel mit Zeug, aber das ist das, was, an was ich denke. Ich denke halt einfach an Beton gerade. Beton. Kann ich auch nichts dafür. Und an Teer, an diese Walzmaschine, die Straße walzt. Challenge Tag 5. Schlage einen kleinen Holzblock in 2 Teile mit einer selbstgebauten Waffe, die mindestens 2 Materialien beinhaltet, aber nichts aus unserem Equipment. Startet jetzt. Ich habe 2 selbstgebaute Waffen gemacht. Ich habe einmal die hier. Die Neandertaler Axt. Und einmal die Muschelaxt. Beides Totschläger. Ich entscheide mich für den Stein. Ebene Fläche gibt es hier nichts Besseres als das. Ich ziehe meine Handschuhe lieber an. Ja, besser ist das. Boah, ist das eine Scheiße. Oh mein Gott. Er drückt eher das Holz ein, anstatt das Schneiden. Okay, danach bin ich tot. Wer macht solche Aufgaben? Warum? Wo ist der Sinn dahinter? Einfach die Leute quälen. Warum? Warum? Johannes Max, schäm dich. Schäm dich wirklich. Schäm dich einfach. Im Namen aller Kandidaten. Du sollst dich schämen. Wirklich. Du hast ja deinen Bierbauch. Du sitzt ja da irgendwo jetzt. Mit deinem Ranzen. Und haust dir ein Bier nach dem anderen rein. Richtig so, klasse. Schäm dich einfach. Johannes, warte ab, wenn ich dich auf dem Boot sehe am WC. Du hast mir schon vor Abflug gesagt, man wird dich hassen. Aber es ist so, dass du löscht meine Nummer in meinem Beisein. Ich würde auch sagen, die Muschel ist besser, wa? Doch, nee, nicht. Schade. Das wird nichts. Curry, way downtown! Schaf, Olli, schade, danke für den Apollo-Kuss. Schade.
Weil am Anfang stand für mich nicht zur Debatte, Challenges zu machen. Aber als ich gemerkt habe, wow, es läuft. Als die Wasser-Challenge war und was hatten wir denn noch? Fotos und sowas. Den Fall. Dachte ich auf einmal, könnte doch ganz gut laufen. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Tut mir echt leid, Leute, wenn ich ab und zu solche Ausraster habe, aber ich will jetzt auch heim. Ich will jetzt einfach heim. Ich möchte einfach gehen. Es ist ja schön hier und alles, aber... Das ging jetzt aber schnell. Aber ist nicht so schlimm. Tut mir echt leid, Leute, wenn ich... Naja, ist ja nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Tut mir echt leid, Leute, wenn ich ab und zu solche Ausraster habe, aber ich will jetzt auch heim. Ich will jetzt einfach rein. Ich möchte einfach gehen. Es ist ja schön hier und alles, aber... Sünde. Ich bin halt nur dreckig. Da holt sie ihn jetzt langsam ein. Man stinkt wie ein Schwein. Ich hätte es nicht gedacht. Es ist echt hart. Es ist alles versifft. Man schläft, dann regnet es. Man schläft überhaupt fast gar nicht. Ich will meine Freundin sehen. Ich möchte einfach gerne nach Hause jetzt. Es war gut, ehrlich, ich sag's euch ehrlich. Es war echt schön gut. Oder sag mir nicht, dass er es durchzieht. Aber. Darf ich senden? Was? Dieser Rhythmus geht mir auch auf die Eier. Ab Mittag kann ich hier unten nicht mehr sein. Weil die Flut kommt und die Sonne. Ach, es regt mich einfach auf. Dann die Zahnschmerzen. Ja, ich glaube, das macht ihn gerade kaputt. Die Zahnschmerzen sind so übel. Und jetzt überleg mal. 4 Striche. Ah, das Titelbild. Da habe ich 4 Nächte noch, 3 Nächte. Und dann komme ich immer noch zu keinem Zahnarzt. Die haben ja keinen Zahnarzt dabei. Ist doch klar, dass er ihn das dann mitnimmt. Ja, es bringt einen auch gar nichts, wenn er jetzt einfach dahin geht, weil ihn kann, wie gesagt, keiner bei den Zahnschmerzen helfen. Ich war noch nie in so einer Situation. Ich war noch nie so. Aber ich bin stark. Ich halt's durch. Es ist egal. Sonst wird man das sein Leben lang bereuen. Gehst du hier nach Hause? Und glaub mir, ich war jetzt nicht nur, weil ich hier mal so einen Ausbruch hab vom Drücken. Ich bin nicht vom Drücken. Überhaupt in keinem Moment bin ich vom Aufgeben oder vom Drücken. Überhaupt nicht. Aber es ist so, dass ich, auch wenn die Kamera nicht läuft, ich hier rumlaufe und so Sachen rede. Ich rede ja trotzdem. Ich rede ja mit irgendwem hier. Ich rede mit dem Fußball. Ich rede mit irgendwem, mit der Puppe. Ich rede zu mir selbst den ganzen Tag. Jetzt erlebt ihr es halt mal mit. Das ist schon ein Wunder, dass ich so weit gekommen bin. Oder? Nein, eigentlich für mich ist es kein Wunder. Ich sag's euch, wie es ist. Für mich ist das kein Wunder. Er muss durchziehen. Ich kann hier halb tot liegen, egal was für Schmerzen ich habe. Ich gehe nicht heim. Das hat mich so beflügelt auch, wie die Leute geschrieben haben, wie sie alles besser wissen. 2 Tage. Das hat mich so beflügelt. Das gibt mir so eine unglaubliche Power. Ich liebe das auch. Es muss nicht 100%, man muss nicht 100% geliebt werden. Das ist ganz wichtig. Besser ist so eine 50-50-Sache. Mich beflügelt das extrem. Ich weiß, dass 50% sagen, Knossi, oh nö, den kann ich nicht leiden. Und 50%, die mögen mich sehr. Und das finde ich gut, das muss so sein. Und ich danke den 50%, die mich hassen, dafür, dass ich hier über mich hinauswachse. Oh Gott. Das ist hier nicht Badeurlaub, dass du mal schnell ins Wasser springst. Diese Welle, die reißt sich mit gegen die Felsen. Guckt euch das doch mal an. Das ist hier kein, ich gehe mal schnell ins Wasser. Hier ist er einmal rein, kommst du nicht mehr raus. Ich danke euch, jetzt hatte ich hier einen Ausraster und jetzt ist gut. Muss auch mal sein. 3 Nächte noch. Eieiei. Ja, aber für diese Momente, wenn du gerade gescheitert bist oder du keine Aussicht mehr siehst. Doch, das ist ja jetzt alles... Mache ich das einfach. Dann mache ich das einfach. Ist mir wurscht. Ich brauche wirklich nur eine halbe. Na, dann letztes Mal versuch das mal. Vielleicht später noch eine halbe. Hier, 50%, die ihn hassen, ist eine Person, das Rexy. Hat dein Maul, Digga, war erst Tag 4. Ja, Tag 4 erst, Digga. Folge 11. Ohne Spaß, wer jetzt Spoiler kriegt, Bann, Junge. Keine Vielleicht Spaß. Reicht's ja.
keinen Spaß hier. Aber auch. Und ich kann die halbe bis morgen. Bis morgen. Ja, ja, ja. Scheiß drauf, Digga. Ich drück den Knopf, wir gehen heim. Was? Ich drück jetzt den Knopf, wir gehen heim. Was? Was? Seven vs. Wild, Panama. Diese Dreckigen, Alter. Das ist nicht deren Ernst, was sie mit dem, also mit so um die Ecke kommen. Folge 12 wird als nächstes geguckt. So ein dreckiger Wichser. Ah, Junge, ist das frech, Digga. Dann scheiß drauf, Digga.